Hallo und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Im Podcast der Allgemeinen Studienberatung bekommt ihr wöchentlich Infos zu den Themen Studienwahl, Studienbewerbung und Studienvorbereitung. Diese Woche geht es um das Thema weitere Informationsquellen. Inzwischen seid ihr in der Studienwahl schon einen Schritt vorangekommen und habt euch vielleicht auch schon an verschiedenen Hochschulen oder für verschiedene Studiengänge beworben. Wenn euch die Entscheidung also nicht aufgrund eines Auswahlverfahrens abgenommen wird, müsst ihr euch spätestens kurz vor Studienbeginn im September entscheiden, welcher Studienort und welcher Studiengang es jetzt werden soll. Für die endgültige Entscheidung benötigt ihr vielleicht noch weitere Informationen. Um euch möglichst umfassend zu informieren, wäre es gut, wenn ihr möglichst viele der angebotenen Informationsquellen nutzt, die ich euch im Folgenden vorstelle. Es lässt sich vielleicht trotzdem nicht ganz ausschließen, dass ihr in den ersten beiden Studiensemestern feststellt, doch nicht im richtigen Studiengang gelandet zu sein. Das liegt an der unglaublichen Vielfalt der Studienangebote, die es inzwischen gibt, und daran, dass es in eurem Alter einfach noch unglaublich schwer ist zu wissen, was man eigentlich kann und will. Je mehr ihr euch aber vorher informiert habt, desto größer sind natürlich die Chancen, richtig zu liegen. Deshalb könnt ihr euch sowohl online an verschiedenen Stellen genauer informieren, als auch, wenn möglich, vor Ort. Denn sicherlich spielt auch die Atmosphäre auf dem Campus eine Rolle, ob ihr euch in eurem Studium später wohlfühlen werdet. Vor Ort gibt es an den meisten Hochschulen jährlich spezielle Veranstaltungen zur Studienorientierung, zum Beispiel Studieninfotage oder Schnupperstudium. Teilweise auch andere Formate wie Elterninfoabend, lange Nacht der Studienorientierung oder was man sich sonst so einfallen lässt. Beim Studieninfotag, bei uns hieß er lange Zeit Tag der offenen Tür, da er sich auch an die interessierte Öffentlichkeit richtete, gibt es meist Vorträge zu den einzelnen Studiengängen und zu Themen rund ums Studium, aber auch Campusführungen und Infostände, an denen ihr Fragen stellen könnt. In diesem Jahr haben viele Hochschulen ihren Studieninfotag virtuell durchgeführt. Am 25. April war das auch bei uns der Fall. Unter www.studieninfotag-thab.de findet ihr noch alle Infos, die wir an diesem Tag zur Verfügung gestellt haben. Lediglich die Live-Chats fallen weg. Durch virtuelle Rundgänge kann man so zumindest einen gewissen Eindruck von den Gegebenheiten vor Ort bekommen. Schöner ist es natürlich, wenn man selbst mal über den Campus laufen kann. Und das ist grundsätzlich jederzeit möglich, denn unser Campus ist nicht geschlossen. Allerdings können die Gebäude derzeit nicht betreten werden. Auch das Schnupperstudium mussten wir dieses Jahr virtuell anbieten. Im Sommersemester gab es überhaupt keine Präsenzvorlesungen. Jedoch haben einige Professorinnen und Professoren das Angebot gemacht, als Gast an virtuellen Vorlesungen bzw. Webinaren teilzunehmen. Das Schnupperstudium soll ja unter anderem dazu dienen, einen besseren Eindruck von den Studieninhalten zu bekommen. Und das geht grundsätzlich auch virtuell. Normalerweise bieten wir jedes Jahr in den Pfingstferien ca. 100 Kurse zur freien Auswahl an, an denen Studieninteressierte als Gäste teilnehmen können. Bei uns läuft das über Anmeldung, allein schon, weil viele Vorlesungsräume einfach eine begrenzte Kapazität haben. An vielen Hochschulen müsst ihr euch aber gar nicht anmelden, sondern könnt einfach zu den genannten Zeiten vorbeikommen. Eine weitere Möglichkeit, online mehr über die gewünschte Hochschule zu erfahren, sind die Hochschulrankings. Es gibt zum Beispiel das sogenannte CHE-Ranking oder auch Webseiten wie meinprof.de, auf denen Studierende von ihren eigenen Erfahrungen mit der jeweiligen Hochschule berichten. Hier waren wir übrigens schon vielfach auf Platz 1 und auch im CHE-Ranking erzielen wir für unsere verschiedenen Studiengänge regelmäßig Bestnoten. Um die genauen Inhalte eines Studiengangs besser nachzuvollziehen, könnt ihr euch zum Beispiel auch das jeweilige Modulhandbuch anschauen. Dieses wird für die meisten Studiengänge erstellt und beinhaltet eine Übersicht aller Fächer, die im Laufe des Studiums behandelt werden, sowie auch inhaltliche Beschreibungen der einzelnen Fächer bzw. Module, wie sie inzwischen heißen. Ein Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengang kann nämlich je nach Hochschule ganz unterschiedlich ausgestaltet sein, mal mehr oder mal weniger Technik enthalten und auch im technischen Teil unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Im Modulhandbuch erfahrt ihr dann genauer, was euch erwartet. Übrigens findet man dort auch zu jedem Modul Literaturhinweise, die man schon zur Studienvorbereitung nutzen könnte. Und zuletzt stehen auch noch unsere Studienbotschafterinnen und Studienbotschafter als Ansprechpartner zur Verfügung. Das sind Studierende aus den jeweiligen Studiengängen, die ehrenamtlich bei verschiedenen Veranstaltungen oder auch per E-Mail und telefonisch Auskunft zu ihrem Studiengang geben. So könnt ihr viele Fragen auch einfach nochmal aus Sicht eines Studierenden beantwortet bekommen. Den Kontakt stelle ich gerne her. Das war's für diese Woche zum Thema weitere Informationsquellen. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema oder Wünsche und Vorschläge für zukünftige Themen habt, kommentiert gerne hier an dieser Stelle oder meldet euch unter studienberatung@th-ab.de. Für nächste Woche habe ich das Thema Hochschulort und Wohnungssuche vorbereitet. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.